So, und jetzt ist wieder Pflanzenzeit bei MDR um 4. Und dafür ist der Experte schlechthin bei uns im Studio. René Waders ist der Notfallmediziner für grüne Patienten. Der Gärtnermeister ist Deutschlands einziger Pflanzenarzt. Schädlinge und Pflanzenkrankheiten bekämpft der gebürtige Berliner und Bestsellerautor mit biologischen Waffen statt der Chemiekeule. In seiner Sprechstunde gibt er jetzt wieder wertvolle Antworten auf Ihre Pflanzenfragen. Genau, und heute bringen wir die Apfelernte auf ein neues Level. René, es geht heute um den Apfelbaum und die richtige Pflege, den richtigen Schnitt. Warum ist der richtige Schnitt eines Apfelbaums so extrem wichtig? Damit ich wirklich tolle, große Äpfel ernten kann. Das heißt, wenn ich den Apfelbaum nicht schneide, bekomme ich ganz viele Äpfel, aber meistens kleine Äpfel. Ja, weil der Baum nichts anderes macht als, für den Baum ist nicht der Apfel die Frucht, sondern der Kern. Das ist halt, der Apfel will seine Art erhalten, der möchte gerne eine Artenvielfalt bekommen und gibt dann die Kraft nur in die Saat, aber nicht in den Apfel. Und wenn wir den Baum fachgerecht schneiden, dann reduzieren wir die Äste und dadurch kriegen wir weniger Äpfel, aber dafür größere. Okay. Und liebe Zuschauer, falls Sie Fragen haben sollten an den Pflanzenarzt, dann können Sie gerne auch dabei anrufen. Unter der 0802 15 15 17 sind wir jetzt zu erreichen. Jetzt ist genau die richtige Zeit, glaube ich, einen Apfelbaum zu schneiden. Genau, oder? Das können wir. Also jetzt ist die richtige Zeit, auch einen Apfelbaum zu pflanzen, weil das ist ja auch wichtig. Ja? Ja. Genau. Jetzt wir pflanzen einen Apfelbaum, damit wir in den nächsten Jahren schöne Äpfel ernten können. Ja? Äpfel werden immer teurer und da ist es auch toll, wenn man einen schönen Apfel dann in seinem Garten hat. Und wenn man dann noch eine alte Sorte nimmt, ist das noch viel besser. Warum? Weil die allergiefrei sind. Ach so. Das heißt, da kriegt man keine Allergie von. Das heißt also, alle, die man hier sieht, da ist Golden Delicious mit eingekreuzt. Und dieser Golden Delicious, das ist der Allergieapfel. Und darum können ganz viele Leute diese Äpfel nicht essen. Und wenn sie aber eine alte Sorte nehmen, dann, wo der Golden Delicious eben nicht eingekreuzt ist, den können sie essen. Wo kriegt ihr den her? Meistens in Biobaumschulen. Warum? Biobaumschulen züchten ihre Bäume ohne Chemie, das heißt ohne chemischen Pflanzenschutz, ohne mineralischen Dünger. Und das sind Bäume, die vor 200 Jahren schon, die Sorten, die es schon vor 200 Jahren gab, weil vor 200 Jahren gab es keine Chemie, keinen mineralischen Dünger. Und die haben bis heute überlebt. Und die Frage ist, ob diese Äpfel jetzt, die hochgezüchteten, auch 200 Jahre überleben. Das sehe ich in den Sternen. Okay, mit den Pflanzen können wir nachher noch mal in Ruhe drüber sprechen. Jetzt erstmal zum Schnitt, weil du hast ja gerade schon deine Schere da gezückt. Genau. Also, wenn man jetzt so einen Baum mal anguckt, das ist jetzt mal so ein schönes Exemplar. Man denkt dann natürlich, oh, der ist ja schön, schön voll. Und jetzt muss man erstmal entscheiden, und das ist ganz wichtig, wenn ich einen Baum in meinem Garten habe, wie viel Platz habe ich einfach? Ja. Möchte ich einen Baum? Das heißt also, wenn du jetzt sagst, ich möchte einen im Garten haben, dann willst du vielleicht auch hier vielleicht unten eine Baumscheibe haben. Du möchtest mit dem Rasenmäher drunter vielleicht und so und möchtest nicht, dass du da gebückt dran gehst. Also guckt man sich so einen Baum an und sagt, okay, was hätte ich gerne? Ich möchte gerne meine Äste so an Schulterhöhe haben. Ja? Oh, siehst du, dass da salzt sich gerade eine Spinne ab. Entschuldigung, ich habe mich gerade so fasziniert. Das ist Natur. Genau. Ja, lass mal machen. Ja, genau, okay. Das ist Natur. Aber ich fange jetzt an. Man muss also keine Angst haben, also nicht erschrecken, wenn ich loslege. Also ich fange jetzt mal an und schneide den Baum so, wie ich ihn dann zum Beispiel in deinen Garten pflanzen möchte, dass du wenig Arbeit hast und dass der Baum gut wächst. Ja? Also ich fange an. Das heißt also, aber da ist doch irre wenig dran an dem. Genau, man ist so wenig dran. Man denkt, und wenn ich fertig bin, ist noch weniger dran. Also jetzt gucke ich hier, die schneide ich alle ab. Und es ist einfach so, ich gehe noch viel weiter. Ach Gott. Ja? Ich gehe jetzt noch viel weiter und schneide das auch noch ab. Ja, weil ich jetzt, was passiert jetzt? Jetzt schneide ich den hier auch noch ab. So, und den schneide ich jetzt auch noch ab. So, und diesen schneide ich jetzt auch noch ab. So, jetzt würde dieser Baum, wenn der so in der Baumschule stehen würde, würde den keiner kaufen. Natürlich. Aber was passiert jetzt? Jetzt baut sich der Baum hier oben weiter auf. Das heißt also, was möchte ich gerne bezwecken? Ich möchte gerne bezwecken, also ganz wichtig, achte darauf, das ist der Stamm, ja? Und hier kommt die Stammverlängerung und hier kommt die Spitze. Hier oben verteilt er sich so ein bisschen, da muss ich halt diese Konkurrenztriebe, die schneide ich jetzt hier alle raus. Ja? Da bleibt nur noch ein Zahnstocher. Genau, das sind jetzt Konkurrenztriebe, die ich hier raus schneide. Hier ist noch ein Konkurrenztrieb, den schneide ich auch raus. Und hier ist auch noch ein Konkurrenztrieb, den schneide ich jetzt auch raus. Jetzt habe ich einen Baum, das ist der Stamm, das ist die Stammverlängerung und das ist die Spitze. So, was passiert jetzt, wenn ich das so lasse? Das heißt also, hier ist so ein starker Ast, hier ist ein starker Ast und hier ist ein starker Ast und hier kommt der nächste. Die werden jetzt alle um die Wette wachsen würden, wenn ich den nicht zurücknehme. Den nehme ich jetzt zurück, immer auf eine außenliegende Knospe. Und hier gucke ich auch noch mal, die nehme ich auch ein bisschen zurück, auf eine außenliegende Knospe. So, jetzt habe ich hier die Spitze. Die Spitze sagt, ich bin Chef.
und sorgt dafür, dass die hier drunter bleiben. So, was ich mache, ich kann die jetzt so ein bisschen auseinanderdrücken auf 60 Grad ungefähr und auch diesen hier. Und dann entwickelt sich jetzt hier eine schöne Krone. Wie drückst du den denn auseinander? Indem ich einfach so einen Ast jetzt nehmen würde zum Beispiel und könnte den jetzt hier ein bisschen dazwischen machen und könnte den so befestigen. Okay. Da gibt es auch so Abstandhalter, damit man dann diese Zweige hier gut lenken kann. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen nervös geworden, als du da... sag mal, und wie lange dauert das jetzt, bis der so groß ist, dass er dann Äpfel trägt irgendwann? Also der ist jetzt ungefähr im dritten Jahr. Ja. Das heißt also, der würde jetzt übernächstes Jahr den ersten Apfel tragen. Ernsthaft? Genau, und der würde jetzt hier die Krone aufbauen. Und ich hätte jetzt hier einen richtig schönen Stamm hier unten. Und der sich jetzt hier unten, wo ich dann wirklich auch mit dem Rasenmäher... Ja. Weil man muss wissen, also so ein Baum wächst nur... an der Terminalknospe. Das heißt, wenn hier jetzt dieser Ast, der jetzt hier da ist, der hier drin, der bleibt immer auf dieser Höhe. Mhm. Der wächst ja nicht mit. Es geht nur in die Breite und der wächst immer von der Spitze nach außen. Ja, also das hat, und darum fange ich ihn früh genug an und aste den so weit auf, wie ich gerne die Krone haben möchte. Wir und, reden jetzt aber immer noch von einem Baum, den man sich irgendwo noch hinpflanzen will. Ja. Gehst du ähnlich... schonungslos vor bei Pflanzen. Also ich habe zum Beispiel einen Apfelbaum im Garten. Johannes Strate von Revolverheld hat er vorhin auch, der hat auch einen großen Apfelbaum im Garten. Der ist schon relativ, der ist schon Riesenviech. Also grundsätzlich, nehme mal den Baum hier, ich ziehe mal den mir hier mal her, nehme ich mal hier so in die Mitte. Der ist eigentlich ganz schön schon, den habe ich schon mal vorbereitet. Also hier sieht man, der ist jetzt ein bisschen niedriger. Und so kann man sich das bei jedem alten Baum vorstellen. Das sind die Leitäste hier. Ja. Und man hat 1, 2, 3, 4 Leitäste. Manche haben auch nur 3. Das überlegt man sich, ob man 3 oder 4 hat. Aber dann halt in groß. Ne? Also ja. 5-mal größer. Ne? 5-mal größer und viel dicker. Ja, hat man auch. Genau. Und man guckt dann weiter und guckt hier diese Verlängerung, die Stampfern, das hat man eben auch, die Spitze, die man auch drauf achtet. Man achtet immer darauf, dass die Spitze den höchsten Punkt hat. Mhm. Ja, das ist ganz wichtig. Und alle anderen ordnen sich dann unter. Und dann fängt der Baum an, wirklich ausladend zu werden. Hier kann richtig Licht rein. Und der Baum fängt an, Früchte zu bringen. Weil ganz viele von meinen Ästen, die gehen jetzt so senkrecht hoch. Genau, und die kann man dann runterbiegen. Ja, oder ganz einfach... Abschneiden. Aber ganz wichtig, immer auf ein außenliegendes Auge. Also das ist ein außenliegendes Auge. Und da. Das soll weg oder das soll bleiben? Also da kann ich dann abschneiden. Also wenn ich die Spitze... könnte ich jetzt abschneiden. Das heißt also, hier treibt er dann aus und geht hier so weiter. Okay, also hier dürfte ich nicht schneiden. Nein. Ich muss mir das nächste suchen, das wäre dann das hier. Genau. Oder das. Genau. Immer außen liegend, weil innen liegend würde der Ast nach innen wachsen und das will ich nicht. Ja? Ich will das immer schön nach außen. Und das mache ich halt genau bei so einem Baum. Und was ich auch machen muss, es gibt zwei Gesetze. Wenn ich einen Baum habe, der sehr schnell wächst, dann schneide ich den im Sommer, dann mache ich einen Sommerschnitt. Darf man das? Ja, darf man. Kann man noch einen Sommerschnitt machen, das ist viel besser. Und ein Baum, wo ich merke, oh, der kommt gar nicht so richtig in Gang und der trägt nicht viel, den schneide ich dann im Winter. Der treibt dann vermehrt aus. Also macht man nur entweder oder kann man auch im Sommer und im Herbst? Nee, macht man entweder oder. Okay. Und was man auch macht, das heißt, also es gibt einen Juniriss. Nennt man, vielleicht schon mal gehört. Und zwar sind diese Wassertriebe, die sich bilden, die dann irgendwie nach oben schießen, die werden im Juni einfach rausgerissen, abgerissen. So, und wenn man die rausreißt, dann reißt man, die versteckten Augen mit raus, die normalerweise sofort wieder neu austreiben würden und neue Wassertriebe geben würden. Das wollen wir auch nicht. Genau, und das kann man durch den Juniriss kann man das verhindern. Jetzt geht es nicht mehr. Jetzt ist dieser Wassertrieb zu hart. Jetzt muss ich das erst noch mal rausschneiden, aber im nächsten Jahr im Hinterkopf behalten, Wassertriebe reiße ich raus. Ja. Früher hieß es ja immer, man muss den Baum so zuschneiden, dass man einen Hut durchwerfen kann. Ist das tatsächlich so? Ja, so ungefähr sieht man das. Man sieht ja jetzt schon, wie das hier, also wenn man jetzt sieht, wie der vorher war, der war richtig voll und da... Also wenn jetzt jemand, nehmen wir mal an, wenn jetzt jemand morgens das Haus verlässt und während er weg ist, schneidet jemand den Baum zurecht... So wie du dir das vorstellst und diese eine Person kommt dann wieder abends nach Hause, sieht ihn, wenn der dann fast in Ohnmacht fällt, dann war es richtig. Nee, dann ist es nicht richtig. Ja, also du weißt, was ich meine. Also natürlich, aber man muss es halt immer so sehen. Das ist halt, wenn ich das jedes Jahr mache, dann ist das richtig.
Aber ich kann jetzt nicht, wenn ich jetzt, ja, wenn du sagst, ich habe 5 Jahre meinen Baum nicht geschnitten. Ich habe meinen Baum noch nie geschnitten. So, und das kann ich in einem Jahr, in einem Schnitt nicht richtig machen. Ach so. Weil das, dann würde der Baum so viel wachsen und der würde so viel schieben, dass, also diesen Baum muss man in den nächsten Jahren wieder erziehen. Das heißt, da muss ich dann immer gucken, muss mir immer den, ja, Ast für Ast vornehmen und muss in diesem Jahr schneiden, im nächsten Jahr schneiden und dann gucken, dass ich im Juni die Wassertriebe rausreiße. Also du willst mir jetzt damit sagen, wenn ich jetzt nach 12 Jahren endlich mal anfange, meinen Apfel, dann komme ich aus dem Schneiden einfach nicht mehr raus. Nein, also du musst deinen Baum das den Leben lang mit der Schere begleiten. Also, und das ist immer, wenn du ordentliche Äpfel ernten möchtest. Ja. Wenn du sagst, es ist mir egal, Hauptsache der wächst, dann kannst du das, ja. Aber wenn du ordentliche Äpfel ernten möchtest und das ein Baum ist, der vielleicht auch für die Enkelkinder noch gepflanzt worden ist, dann solltest du das tun. Wie kommt man da ganz oben ran? Mit der Leiter. Ja. Oder man entscheidet das natürlich. Ich habe keine Leiter. Genau. Also das ist ja zum Beispiel, hier habe ich jetzt entschieden, dass der Baum nicht so hoch wird. Ja? Ja. Also hier ist, das kommt auch immer auf die Unterlage. Also wenn ich mir einen Baum kaufen möchte, man sieht, wir haben hier unterschiedlich. Hier vorne haben wir einen Zwergbaum. Mhm. Der hat eine schwach wachsende Unterlage. Ja, das ist halt, und diese Unterlage heißt meistens M9. Ist aber eigentlich, wenn ich mal so ehrlich bin, nicht zu gebrauchen. Warum? Weil dieser Baum, der hat so eine schwach wachsende Unterlage, dass der wenig Wurzeln bildet und der braucht eigentlich immer mineralischen Dünger. Wenn ich auf Bio-Obst stehe, ist das nicht der richtige Baum. Ja, dann sollte ich halt eben M109 oder so, also eine mittelstark wachsende Unterlage nehmen, weil die macht so viel Wurzeln, dass sie dann eben, ja, dass er von alleine stehen kann, dass er wirklich nur die ersten 2 Jahre angeflockt sein muss. Und der macht so viel Wurzeln, dass er so viel Nährstoffe aufnehmen kann, dass er sich gut versorgen kann und dass er stark steht. Und das noch mal ganz kurz, muss ich mal fragen, ich bin ja ein totaler Laie, wie du vielleicht zufällig schon gemerkt hast. Das ist hier die Unterlage, also das, was hier im Topf drin ist. Nee. Guck mal, das hier. Da können wir auch gleich mal sehen, wenn wir den Baum pflanzen. Das ist die Unterlage. Ah, ja? Hier. Ja, und hier sieht man nach den Schnittpunkt. Das heißt, hier hat der Baumschüler die Unterlage. Also das, man muss sich vorstellen, also das denkst du dir jetzt mal weg. Ja. Das ist so ein Baum. Dann wurde ein Auge hier dran gesetzt. Das heißt, hier wurde ein Auge von dem Baum, wenn ich mir jetzt eine Sorte habe, dann kann ich hier so ein Auge wegnehmen. Das Auge sitzt hier unter dem Blatt. Das kann ich mit dem Messer rausnehmen, schneide das hier ein, lege das Auge hier rein. Dann wächst natürlich meine Unterlage nach oben. Wie hält denn das da dran? Das wächst, verwächst. Aber das muss es ein bisschen fest. Genau, das wird dann, das wird eingesetzt und dann gibt es so Veredelungsband, sieht aus wie Tesafilm. Hab ich schon mal gesagt, damit wird es umwickelt und dann verwächst das und im nächsten Jahr wächst dieser Trieb hier raus. Mhm. So, und dann wachsen ja 2 Triebe. Ja. Die von der Unterlage und der Trieb, der hier raus ist. Okay. Und das sieht man hier und hier ist dieser Trieb abgeschnitten worden. Ich bin total fasziniert. Ganz wichtiger Tipp, dieser Trieb, das ist ein O. Ja, sieht ja aus wie ein O, oder? Kann man das sehen? Stimmt. Sieht aus wie ein O. Ja, natürlich. Und der muss nach Osten. Ah. Warum? Weil der so in der Baumschule stand und wenn ich den so wieder dann in meinen Garten setze, dann muss der sich nicht umgewöhnen. Okay, verstehe. Ja? Muss man also gucken, wenn man den kauft, wie stand er da, dann muss er sich wieder hinstellen. So, genau. Pass auf, René, du bist ja auch regelmäßig für uns unterwegs, bist bei den Leuten zu Hause und guckst, was bei denen so passiert. Und da hast du einen Hausbesuch gemacht bei jemandem mit einem ganz besonderen Apfelbaum. Und das gucken wir uns mal an. Ich bin im Markt Neukirchen und zwar im Musikwinkel in einem Kleingarten. Hier sitzen schon 2, die auf mich warten. Mal gucken, was sie vom Pflanzenarzt wollen. Der Pflanzenarzt ist da, hallihallo. Ja. Um was geht's denn? Ja, es geht um diesen Patienten. Um diesen Patienten, um den Baum? Das ist der Apfelbaum. Ja. Wollte ich gerne retten, da habe ich 70 verschiedene Sorten Äpfel drauf. 70 verschiedene Sorten, das ist ja der Hammer. Das sieht etwas schlecht aus. Da gehen wir mal ein bisschen näher dran. Und Sie ernten auch 70 verschiedene Sorten? Voriges Jahr waren sehr viele Äpfel dran. Ja. Aber die waren nicht groß, die waren klein. Ja, okay. Das Problem ist die Flechte. Die Flechte. Also. Die Flechte normalerweise nicht das Problem. Also die Flechte ist eigentlich ein Zeichen, dass wir hier schöne Luft haben. Früher hatten wir die weniger. Das heißt, hatten wir sehr viel Schwefel in der Luft. Was hier aber das Problem ist, der Baum wächst sehr langsam. Und weil er so langsam wächst, kann die Flechte schneller wachsen als der Baum. Und das ist das Problem. Und ich denke mal, dieser Baum steht auf einer schwach wachsenden Unterlage. Den habe ich gepflanzt 1971. Ein bisschen über 50 Jahre ist er. Normalerweise würde ich sagen, man macht einen Verjüngungsschnitt. Aber wie ich das sehe, sehe ich, dass sie überall immer am Ende die hier aufgefropft haben, nicht? Und dann wieder aufgefropft.
Also von Pfropfen, noch einmal Pfropfen. Pfropfen heißt natürlich, das heißt veredeln. Und das hat er halt 70 Mal gemacht, nicht wahr? Und haben Sie den Baum schon jemals gedüngt? Nee. So, und das ist nämlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Immer wenn der Baum Äpfel getragen hat und viele Äpfel getragen hat, dann müssen wir ihn düngen. Ich bin ja nicht der Pflanzenarzt, ja, wenn wir jetzt hier nicht was machen könnten. Hatte ich auch noch nicht, dass ich 70 Sorten in einem behandle. Das Erste, was wir machen, wir gucken mal, dass wir diese Äste da, die kaputt sind, dass wir die rauskriegen. Das Zweite, was wir machen, wir versorgen den Baum nach 50 Jahren erstmal mit Dünger. Und das Dritte, was wir machen, er kriegt über das Blatt eine Stärkung. Wir besprühen ihn einmal mit Ackerschachtelhalm und mit ein paar Bakterien, damit er widerstandsfähig und wieder schön wird. Und das wiederholen sie 3-4 Mal. Damit immunisieren wir ihn, damit machen wir ihn widerstandsfähig und sozusagen peppen ihn so ein bisschen auf. Das ist eine Verjüngungskur, was wir jetzt machen. Das ist schön.